und Servus zusammen. Heute mal mittwochs nachmittags direkt frisch vom Arbeitsplatz aufgesprungen und zu euch geeilt, um mit euch einfach mal einen Blick auf die Saga Liga Season 3, auch wenn immer noch online umsteht. Das ist natürlich, ihr könnt auch online spielen, aber ihr ist eigentlich gedacht, dass ihr analog spielt und mir die Ergebnisse online per Mail, per Discord zukommen lasst. Ich arbeite nur mit dem Ton ein bisschen im Hintergrund. Aber ich hoffe, ihr hört mich alle gut. Und ja, wir wollen mal zusammen einen Blick drauf werfen auf die Liga. Ist ja gestartet vor einem halben Monat in der Ferienzeit. Wir haben hier in Baden-Württemberg übrigens immer noch Ferien. Und es wird jetzt auch nochmal warm die nächsten Tage. Man darf gespannt sein. Ja, tauchen wir rein direkt in die Zahlen und fangen mit dem üblichen statistischen Allgemeinkram so ein bisschen an. Wir haben bis jetzt eingelistet 12 gespielte Partien von 11 verschiedenen Spielern und sogar 11 verschiedenen Völkern. Das ist ein ordentlicher Start für die Ferienzeit. Tatsächlich hatte ich etwas mehr gehofft, aber ich bin jetzt durchaus nicht unzufrieden. Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, gerade das Wetter war in letzter Zeit so gut hier und da außer Baden-Württemberg andere Bundesländer anscheinend noch ein wenig spielfaul sind und Baden-Württemberg sich selber, wie gesagt, noch in den Ferien befindet. Ja, denke ich, da wird noch ein bisschen was kommen die nächste Zeit. Und ich gucke immer, dass ich so Anfang eines Monats mache, außer dann im Dezember, wo dann ja am 3.12., ich glaube, ich sage Schluss ist. Im Oktober, also nächstes Mal, wird es ein bisschen später werden oder ich kriege es ganz früh irgendwie am Wochenende dann noch hin, weil ich am Tag der Deutschen Einheit mich dann bereits schon am 3. praktisch ins Auto setze und Richtung Messe Essen fahre, wo ich dann auch eine ganze Woche bin. Genau. Nächste Woche an dieser Stelle gibt es auch wahrscheinlich, also Dienstag gibt es keinen Stream, da bin ich arbeiten, im Außendienst bin ich unterwegs, Montag, Dienstag. Aber was soll's. Wir haben tatsächlich im Bundesland Baden-Württemberg 11 davon, Partien davon gespielt und eine Partie kommt aus der schönen Schweiz, aus dem Berner Oberland, wurde einmal gespielt. Und wenn ihr eine Minus stört, mich stört es auch ein bisschen. Ich muss mal gucken, dass ich das irgendwie anders hinkriege. Es wurden bis jetzt 6 Punkte gespielt und das 12 Mal in all den 12 Partien ist so Standard halt. Ja, genau. Meine Zwerge sind übrigens nicht fertig geworden. Das hatte ich ja vorher, habe den 3. Punkt jetzt fast fertig. Ja, das ist schade, aber durch den Sci-Fi-September jetzt auch und durch eine gewisse Unlust irgendwann den Zwergen weiterzumachen. Ja, ist das halt so. Ich habe auch selber noch gar keine Partie gespielt. Vielleicht nächstes Wochenende, glaube ich aber nicht. Noch ein paar andere Sachen mit meinen Jungs zu besprechen, weil vielleicht wird dann trotzdem da gespielt. Schauen wir mal. Dann werfen wir doch mal einen Blick auf die Völkerwertung, die auch noch keinen Sponsor hat. Also wenn ihr Bock habt, was zu sponsern, dann könnt ihr euch immer gerne melden. Ansonsten werde ich das irgendwann alles übernehmen. Wir haben hier auf dem ersten Platz mit 6 gespielten Partien die großen Königreiche aus Saga Ära der Magie. Davon 4 Siege, 2 Niederlagen und 14 Punkte. Auf Platz 2 haben wir auch die Herren der Anderswelten mit 3 gespielten Partien, 2 Siegen, 1 Niederlage und 7 Punkten. Auf dem dritten Platz befinden sich die Perser. Aus Ära des Alexander, meine ich, ja. Mit 2 Siegen und 2 Spielen und 6 Punkten. Dann kommt die Horde mit 4 Spielen, 1 Sieg und 3 Niederlagen und 6 Punkten. Platz 5 die Herren der Wildnis mit 2 Spielen, 1 Sieg, 1 Niederlage und 4 Punkten. Auf Platz 6 die letzten Römer mit 1 Spiel, 1 Sieg. Auf 7 kommen die Normannen mit 1 Spiel, 1 Sieg. 8 macht der Ordensstaat, der diesen Monat übrigens das Bonusvolk ist. Und der Bonus wurde auch schon einmal gezogen. Mit 1 Spiel, 1 Niederlage, weil es Bonusvolk ist, hat eben 2 Punkte. Auf 9 Karthago mit 2 Spielen, 2 Niederlagen und auf der 10 teilen sich im Endeffekt die Herren des Unterreichs und die Franken mit 1 Spiel und 1 Niederlage. Ich habe es halt 10 und 11 hier. Es wäre es beides 10, aber das sind so Kleinigkeiten, die in diesem frühen, sehr, sehr frühen Stadium meiner Meinung nach auch gar nicht so ins Gewicht fallen. Und ja, wie gesagt, es ist ja längst noch nichts geschehen. Da wird hoffentlich noch sehr, 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 sehr viel passieren und ich hoffe tatsächlich auch, dass der ein oder andere, der das hier sieht, vielleicht auch mal bekannt in anderen Bundesländern anspricht und sagt, ey Leute, hier, macht doch mal mit. So, wie gesagt, je mehr, desto besser, desto mehr Spaß. Ich habe zwar da mehr Arbeit, aber ich freue mich, das macht mir auch Spaß, diese Arbeit. Ich bin ja so ein kleiner Statistik-Nerd.
Dann schauen wir uns mal die Spielerwertung zum jetzigen Zeitpunkt an. Und tatsächlich ist da der gute Red Freak 82 schon wieder vorne mit 4 Spielen, einem Sieg, einer Niederlage und einem Bonuspunkt. Auf Platz 2 ist dann Benaya mit 5 Spielen, 3 Siegen und 2 Niederlagen und auch ebenfalls 11 Punkte. Da geht es dann tatsächlich nur, dass der Red Freak eine Partie weniger gespielt hat bei gleicher Punktanzahl und somit auch der PPG Points per Game mit 2,75 vor den 2,20 ist. Dritter Platz Elkwin 123, 7 Punkte. Dann vierter Platz Elias, 4 Punkte. Dann mit einem Spiel und damit noch nicht qualifiziert, weil ich habe gesagt, mindestens 2 Partien müssen es sein. Kommen eine ganze Menge Leute hier: Korbeck, Resu 76, Dominik und Baritorius Zora. Dann mit 2 Spielen noch den Leo 43 und 2 Niederlagen und dann nochmal unten auf 10 und 11, aber noch nicht wirklich qualifiziert. Namdeis und der Max. Dann gehen wir einfach mal so ein bisschen in die Wertung nochmal etwas größer rein, dass ihr es seht. Wie gesagt, bester Spieler, bester Spielerin. Momentan auch hier noch nicht gesponsert, aber findet sich vielleicht noch jemand. Red Freak, 11 Punkte vor Benaya, 11 Punkte. Benaya hat ein Spiel mehr, deswegen auf Platz 2 und auf Platz 3 ist der Elkwin 123 mit 7 Punkten. Kleines Loch klafft da schon. Gucken wir mal, ob wir das nicht demnächst in irgendeiner Art und Weise nochmal geschlossen kriegen. Wäre ja schön, wenn es lange spannend bleibt. Ich glaube tatsächlich, diese Umstellung auf bei Niederlage noch ein Punkt macht das Ganze ein bisschen auf unterm Strich, glaube ich, schon ein bisschen enger. Dann gehen wir mal rüber in die Wertung meistgespielte Partien. Hier haben wir halt auf Platz 1 den Benaya und den Elkwin 1, 2, 3 mit jeweils 5 gespielten Partien. Dann kommt der Red Freak 82 mit 4 Spielen. Und auf Platz 4 teilen sich dann Elias und Leo 43 mit 2 gespielten Partien. Ich habe gesagt, um in diese Wertung einfließen zu können, muss man mindestens 2 Partien gespielt haben. Da wird sich bestimmt noch was tun in jeglicher Hinsicht, dass da noch mehr Leute zukommen in dieser Wertung. Ich denke, das wird schon werden. Gucken. Geht's bemühter Spieler, Spielerin. Hier geht es dann tatsächlich um den PPG. Und zwar den Points per Game, den niedrigsten. Und auf Platz 1 führt da gerade der Leo 43 mit einem PPG von 1,0. Auf Platz 2 kommt der Elkwin mit einem PPG von 1,4, aber mehr als doppelt so vielen Spielen. Und auf Platz 3 der Elias mit einem PPG von 2,0 mit 2 gespielt. Hier noch viel zu früh, um irgendwie Tendenzen ablesen zu können. Da wird noch was kommen, da wird sich noch viel schieben und viel hin und her bewegen. Und ich denke mal, es wird noch spannend werden, hier zu beobachten, wie sich das hier weiterentwickelt, wie ausschlagkräftig dieser PPG-Wert am Ende ist. Ist für mich ja auch ein Test in dieser Liga dieses Mal gewesen. Nicht zu sagen, komm, ich gucke nur auf die Punkte und auf die Spiele, sondern diesen Points per Game-Schnitt da anzusetzen und zu sagen, derjenige, der den schlechtesten Points per Game Schnitt hat und mindestens 2 Spiele gespielt hat, der oder die ist dann stets bemühter Spieler, Spielerin. Ja, und was haben wir noch? Meistgespielte Fraktion. Hier ist der Red Freak 82 mit 3 Völkern vorne vor Benaya, Elias und Elkwin. Die haben jeweils 2 Völker gespielt. Auch hier natürlich noch früh in der Ligasaison drin und noch 0 Aussage und wir werden sehen, wie sich das hier an dieser Stelle dann praktisch weiterentwickelt. Ja, was gibt es sonst noch von mir zu sagen? Die Liga ist jetzt gestartet. Mach nochmal die alte Folie hier auf. Wenn ihr Interesse habt, zu sponsern oder mitzuspielen oder sonst wie zu unterstützen, blogaboutmyhobby-tv@gmx.de oder halt eben auch über Discord einfach anfragen, melden, einfach reinschreiben, wenn ihr ein Spielergebnis habt, einfach reporten. Per Discord ist am einfachsten. Es gibt aber auch genug andere Wege, mich zu kontaktieren. Wer den Kanal schon ein bisschen länger folgt, der weiß das und wer nicht, der findet einen Weg. Wie gesagt, bei Discord gibt es Möglichkeiten. Eine E-Mail, die ihr seht, die bramh-tv@gmx.de geht immer. Wer mich über Facebook liest, der kann mir da auch hinschicken. Also ich kriege das in der Regel schon mit, wenn man mich erreichen will. Und auch wenn ich manchmal nicht direkt antworten kann, ja, ich melde mich dann im Endeffekt und sage auch jedes Mal dann, so sieht's aus, ich hab's jetzt drin und danke und genau. Das war's jetzt auch schon wieder. Heute mal ganz kurz nur. Nichts Großes, nichts Aufregendes. Ich werde jetzt gleich noch eine Runde spazieren gehen, denke ich, um mich ein bisschen zu bewegen. Den ganzen Tag sitzen im tut mir gerade auch nicht so besonders gut. Wir haben ja noch mal kurz den Blick auf die Spielerwertung.
Früh in der Saison, wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und ich sage ja immer, solange ihr Spaß habt bei der ganzen Kiste, das ist mir das Wichtigste, wird das eine schöne, runde Sache werden. Und ich freue mich auf viele weitere Partien mit euch. Bin euch immer dankbar, wenn ihr mich da weiter unterstützt. Wie gesagt, sei es das Sponsern, sei es aber einfach nur die Kunde raus in die Welt tragen, dass da sowas gibt und man sich einfach mitmachen kann. Das tut nicht weh, so ein Spiel zu reporten. Das dauert nicht lang. Das ist auch kein Hexenwerk, mir das eben zu schicken. Wie, das seht ihr ja auch alles bei mir, bei meinen Videos, wie das gehen soll. Ich habe da zwei Videos diesmal zugemacht. Ist eine Sache von einer knappen Minute, wenn überhaupt, ein Spiel zu reporten. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt an dieser Stelle schon mal ein paar schöne sonnige Tage und ein schönes Wochenende und noch nächste Woche einen guten Start. Und ich gucke, dass ich mich nächste Woche mit irgendwas melde. Ich weiß noch nicht wann, ich weiß noch nicht womit. Und dann schauen wir einfach weiter. Und bis dahin sage ich mal Tschüss und noch viel Spaß da draußen.